Mut zur Wahrheit plakatiert die AfD gerne und überall. Wir wollen wissen, wie viel Mut zur Wahrheit ihr Vorsitzender hat. Mit Blick auf sich selbst, auf den Flügel, auf Hass und Hetze, auf das Programm. Wir treffen Jörg Meuthen im Urlaub an der Ostsee. Herzlich willkommen zum ZDF Sommerinterview. Gerne. Wir sind auf dem Dares, wie es so schön heißt, oder genauer Zingst zwischen Rostock und Stralsund. Seit über 10 Jahren verbringen Sie Ihre Ferien hier. Der Bart ist jetzt als AfD-Vorsitzender zur Tarnung. Ja, der ist ein bisschen zur Tarnung, ich gebe das zu. Weil ich werde dadurch weniger erkannt und nicht immer will man ständig erkannt werden. Und den lasse ich jetzt mal für den Urlaub stehen und danach kommt er wieder ab. Genau. Wie reagieren denn mal politisch Andersdenkende auf den AfD-Chef im Urlaub? Also glauben Sie es mir oder nicht, ich bin schon ganz viel angesprochen worden. Ausnahmslos positiv, ausnahmslos freundlich. Ich habe noch nicht eine unfreundliche Begegnung gehabt, nicht eine einzige. Aber ich bin oft angesprochen worden und die Leute sagen mir weiter so, ach, sind Sie nicht Herr Meuthen? Ach, können wir ein Selfie machen? Also so die Dinge. Dann haben Sie höflichere politische Gegner, als wir das gelegentlich in den Medien mit AfD-Vertretern erleben. Es gibt anderswo auch andere Erlebnisse, die habe ich auch selten, aber es kommt vor. Aber hier oben ausnahmslos freundlich. Gut, wir sollten aber über den Ton reden, ob miteinander oder gegeneinander. Das machen wir. Los. Auf geht's. Herr Meuthen, beginnen wir unser Gespräch mit dem tragischen Ereignis am Frankfurter Hauptbahnhof. Eine der AfD-Abgeordneten, Frau Hartmann, eine Bundestagsabgeordnete, schrieb sofort danach, Frau Merkel, ich verfluche den Tag Ihrer Geburt. Sie sind Parteivorsitzende auch dieser Dame. Schämen Sie sich für eine solche Aussage? Ich halte die Aussage als solche für unangemessen. Ich kann emotionale Überreaktionen aber verstehen angesichts dieses Ereignisses. Also wen das nicht erschüttert, ich weiß jetzt nicht, ob Frau Hartmann Kinder hat, aber ich nehme es an. Ich kann Ihnen nur sagen, ich war an dem Tag selber zutiefst erschüttert, was da passiert ist. Das ist ein so unendlich trauriges Ereignis. Und dass Menschen dann hochemotional reagieren und dann vielleicht auch mal einen falschen Satz raushauen. Also das waren wir alle erschüttert, aber schämen Sie sich dafür? Als Mensch? Als Parteivorsitzender? Nein, das tue ich nicht. Ich halte einen solchen Satz in dem Fall, gerade wenn er so schnell erfolgt, für unangemessen. Ich bin überhaupt kein Freund zu schneller Reaktionen. Aber nochmal, ich kann emotionale Überreaktionen bei einem solchen Ereignis durchaus verstehen. Aber der Satz, Frau Merkel, ich verfluche den Tag Ihrer Geburt. Würden Sie sich zumindest bei der Kanzlerin dafür entschuldigen? Ich kann mich nicht für etwas entschuldigen, was ich nicht als gesagt habe. Als Parteivorsitzende. Aber Frau Hartmann begegnet Frau Merkel regelmäßig im Bundestag. Und das kann sie überlegen, ob sie das tun möchte. Ich halte den Satz für so nicht akzeptabel. Aber damit wollen wir es hier auch ein Bewenden haben lassen, weil das eine Sache zwischen Frau Hartmann und Frau Merkel dann. Frau Weidel, die Fraktionschefin der AfD im Bundestag und auch ein anderer Abgeordneter, hat sofort eine falsche Verbindung gezogen zur aktuellen Flüchtlingspolitik. Es stellte sich dann raus, der Täter lebte schon seit 2006 in der Schweiz. Eine schlimme Tat, aber gefolgt von politischem Missbrauch? Schauen Sie, wir haben in dieser Woche ja eine Vielzahl von Ereignissen gehabt. Das war das erste Ereignis, ganz grauenhaft. Wir haben das Ereignis in Stuttgart gehabt. Da war es einer von, nennen wir es, Merkels Gästen, der diese grauenhafte Tat auf offener Straße gemacht hat, was eine Hinrichtung mit dem Schwert war, mitten am Tag. Man muss für meine Begriffe immer zunächst prüfen, wer hat das getan. Aber das hat Frau Weidel offensichtlich nicht getan. Mit Verlaub, was wir hier haben, ist, das kann man nicht in Abrede stellen, eine kulturfremde Einwanderung, die selbst da, wo es den Anschein hat, als würde Integration gelingen, und der Täter war ja offensichtlich einer, der als Musterbeispiel gelungener Integration galt, erkennbar nicht gelingt. Aber es ist migrantische Kriminalität der grausamsten Sorte und die haben wir in ganz breitem Umfang. Ja. Das können Sie nicht in Abrede stellen. Nein, natürlich nicht. Aber es gibt auch deutsche Kriminalität, die Sie in keinster Weise erwähnen. Ich wüsste jetzt nicht, wann ich jemals erlebt hätte, dass irgendwelche deutschen Täter auf offener Straße jemanden mit dem Schwert umbringen. In oder dass jemand einen vor 3 oder 4 Tagen ein Deutscher auf offener Straße einen anderen Deutschen erschossen mit 5 Kugeln. Da müssen Sie aber offensichtlich zeitlich ziemlich weit zurückgehen, während das, vor was drei, wir vier erleben, Tagen. Andauernd passiert. Vor 3, 4 Tagen. Ja, in Kassel.
gut. Das, also ich will nur zitieren. Dann schauen wir uns noch mal die Summe der Taten an und dann werden Sie sehen, das belegen auch alle Statistiken, dass die ausländische, die migrantische Gewaltkriminalität um ein x-faches höher liegt als die deutsche. Das will ich ja das gar nicht so in Abrede stellen. Aber wenn wir schon bei Disproportionen sind, die kriminalpolitische Zeitschrift hat heute gemeldet, sie haben 242 AfD-Pressemitteilungen des vergangenen Jahres zum Thema Kriminalität in Deutschland ausgewertet. Alle Pressemitteilungen der AfD zu diesem Thema. Und sie melden zu 95% nur Straftaten von Ausländern. Ja, weil wir auf die besondere Problemlage hinweisen. Schauen Sie, Kriminalität gibt es immer. Wir haben aber ein sehr, sehr hohes Ausmaß. Sie sagen, selbst stellen Sie nicht in Abrede, migrantischer Kriminalität. Und das basiert auf einer völlig unkontrollierten Migration in unser Land hinein. Das kann man doch nicht einfach wegbügeln und kann sagen, darauf gehen wir nicht ein. Aber wir Sie gehen darauf ein, weil die Leute erleben das als substanzielle Veränderung in ihrem Leben. Das ist doch nicht verantwortliche Politik. Wenn Sie das so verzerren, 95% aller Ihrer Meldungen beziehen sich auf Ausländer. Und die wenigen, die Deutsche thematisieren, betonen dann noch migrantischen Hintergrund oder er war nicht maßgeblich beteiligt an der Tat? Na, Entschuldigung, nochmal. Kriminalität existiert immer. Man muss versuchen, sie so gering wie möglich zu halten. Das tut man am besten durch konsequente Rechtsstaatlichkeit und eine konsequente Justiz. Beides ist in unserem Land arg in Mitleidenschaft gezogen. Das wissen Sie, das weiß ich. Und jetzt haben wir seit 2015 nicht die Wahrnehmung. Wir verfälschen nicht die Wahrnehmung, sondern wir weisen auf Taten hin, die da sind. Herr Koll, Sie können nicht übersehen, was sich in diesem Land zuträgt. Und was sich in diesem Land zuträgt, führt zu einer zunehmenden Verunsicherung von Millionen von Menschen aus guten Gründen. Also, und das greifen wir auf und ich halte es für politisch richtig und verantwortlich. Ich tue das auch selber auf meiner Facebook-Seite immer wieder. Ich habe das als Schwerpunktthema gehabt diese Woche, weil wir es aufgreifen müssen. Das ist richtig. Nicht nur bei den Ausländern. Bei Auswüchsen ist die AfD ja gerne mal breit aufgestellt. Ich darf Ihnen nur einige nennen. Die schleswig-holsteinische AfD-Vorsitzende Sayn-Wittgenstein verteidigte kürzlich Historiker, die den Zweiten Weltkrieg nicht als deutschen Angriffskrieg, sondern als provozierte Gegenwehr bezeichnen. Ihr bayerischer Abgeordneter Ralf Müller blieb während einer Gedenkminute für den ermordeten Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke sitzen. Einer seiner Landtagskollegen bezeichnete kürzlich Journalisten als Ratten. Ihr Bundestagsabgeordneter Stefan Keuter hat Bilder eines Stahlhelmsoldaten mit Maschinengewehr verschickt mit dem Kommentar, das schnellste deutsche Asylverfahren lehnt bis zu 1400 Anträge in der Minute ab. Ich darf Sie mal zitieren. Sie fordern ja was anderes. Sie haben beim Landesparteitag in Stuttgart selber gesagt, wer hier seine gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit ausleben möchte, dem sage ich ganz klar, sucht euch ein anderes Spielfeld für eure Neurosen. Das ist ja ein moralischer Standard, den Sie setzen, aber offensichtlich tanzen Ihnen viele auf der Nase. Ich kann Ihnen auch sagen, wen ich damit insbesondere meinte. Exemplarisch Herrn Gedeon, den ich für einen klassischen Antisemiten halte. Und Sie wissen vielleicht meine Geschichte mit Herrn Gedeon, die ist sehr alt. Wir haben hier ein Parteiausschlussverfahren. Genauso haben wir gegen die von Ihnen gerade angesprochene Fürstin von Sayn-Wittgenstein ein Parteiausschlussverfahren. Das liegt jetzt beim Bundesschiedsgericht. Ich werde das nicht verteidigen, weil ich es für falsch halte. Und weil wir dagegen vorgehen. Sie wissen aber auch, dass das deutsche Parteienrecht dem Parteiausschluss sehr hohe Hürden voranstellt. In anderen Ländern, ich werde immer wieder von Kollegen im Parlament angesprochen, warum habt ihr solche Leute in euren Reihen? Schmeißt sie doch einfach raus. Sie wissen, das geht nicht. Wir sind an Recht und Gesetz gebunden. Wir sind Rechtsstaatspartei. Das geht einen geordneten Verfahrensweg, der läuft. Zahlreiche weitere. Also Herr Junge, der AfD-Chef in Rheinland-Pfalz immerhin, der den Aufstand der Generale fordert. Mann. Einen Aufstand der Generale finden Sie vernünftig? Entschuldigung. Herr Junge ist Militär. Ja, und Herr Junge fordert hier nicht, also das ist wieder mal so eine typisch mediale Verzerrung, er fordert hier nicht einen militärischen Aufstand der Generale. Was ist denn ein Aufstand der Generale? Sondern er fordert, dass die Generalität sich gegen Inkompetenz auf der Führungsebene zur Wehr setzt und dass sie auch mal den Mund auftut und dass sie sagt, wie Frau von der Leyen die Bundeswehr zugrunde gerichtet hat und dass nun die nächste völlig fachfremde Person in Form von Frau Kramp-Karrenbauer Verteidigungsministerin also mit Verlaub, wird. Herr wenn sich Generale Aufstand dagegen der Generale ist anders zu verstehen. Ja, wenn Sie das so verstehen wollen, ich verstehe das nicht so. Ich kenne Herrn Junge einfach auch sehr, sehr gut. Das ist ein strikt rechtstreuer Beamter, wie ich es auch bin. Herr Junge ist der Letzte, der hier eine Revolution anzettelt. Ich zitiere wirklich der Allerletzte. Das Ihnen ist ein noch Witz. Eine andere Geschichte, die Flügelveranstaltung Anfang Mai in Bayern, bei der alle drei Strophen des Deutschlandliedes gesungen wurden. Und Herr Höcke, Ihr spezieller Freund, stand lächelnd daneben.
der stand ziemlich verunsichert daneben. Ich habe die Bilder gesehen. Auch das werde ich nicht verteidigen. Und es hat eine erhebliche Unruhe in der Partei ausgelöst. Es hat auch, wie ich weiß, Gott sei Dank, auch innerhalb des Flügels, der meine Baustelle nicht ist, erhebliche Unruhe ausgelöst. Das sind Vorgänge, die sollten wir nicht haben. Und die haben wir in der AfD auch nicht. Das war eine Flügelveranstaltung. Und der Flügel ist nicht... ist nicht Teil der AfD? Ist nicht Teil der AfD. Viele aus dem Flügel sind in der AfD. Auch viele, die da auf der Bühne waren, waren übrigens auch viel entsetzt, was ich da zutrug, sind in der AfD. Die Mitglieder, die innerhalb unserer Programmatik stehen und gleichzeitig dem Flügel angehören, gehören ohne Wenn und Aber zu unserer Partei. Diejenigen, die extremistische Positionen vertreten, das ist eine kleine Minderheit, die nicht. Und gegen die wende ich mich in aller Entschiedenheit. Schauen wir nochmal auf den Zustand der Partei und auch auf den Flügel und die Machtfrage. Wir erleben ja im Moment, dass in vielen AfD-Landesverbänden offensichtlich Grabenkämpfe stattfinden. Der Flügel kämpft gegen die eher Gemäßigteren, sagen wir es mal so. Nur ein paar zu nennen, die in letzter Zeit gegangen sind, geht ganz schnell. Uwe Kammann, AfD-Bundestagsabgeordneter, Markus Plenk, Fraktionschef im Bayerischen Landtag, Jörn Kruse, Fraktionschef in der Hamburger Bürgerschaft, Matthias Gellner, Bundesvorsitzender Mittelstandsforum und viele mehr. Da findet offensichtlich ein Aderlass der Gemäßigteren statt. Sind Sie zu machtlos, das zu stoppen? Soll ich Ihnen ein paar Namen nennen von Leuten, die gegangen sind, weil es Ihnen zu gemäßigt ist, wie zum Beispiel André Poggenburg und die mit ihm gegangen sind? Nein. Also den einen ist es zu gemäßigt, den anderen ist es zu radikal. Ich sage, wir haben eine Programmatik, die steht fest auf dem Fundament unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Rechtsstaatspartei, ich werde nicht müde, das zu wiederholen. Wir sind eine bürgerlich-konservative Partei, die rechts steht, der aber jeder Rechtsextremismus abhold ist. Daran halte ich fest. Wer sich da nicht zu Hause fühlt, wie zum Beispiel Herr Plenk, der sagt, er fühlt sich in der CSU wohler, dann soll er dahin gehen. Das ist ja nun in der Demokratie Gott sei Dank jedem freigestellt. Wer Parteien am rechten äußeren Rand sucht, der kann auch fündig werden. Auch sowas gibt es bei uns, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Schauen wir mal auf Ihre Position als Parteivorsitzender. Sie sind von Ihren Delegierten im Kreisverband nicht gewählt worden. Ich wusste, dass Sie das fragen. Naja, gut, das, Entschuldigung, aber es ist ja, ist ja auch legitim. Bemerkenswert. Ja. Sie werden auf dem eigenen Landesparteitag in Baden-Württemberg ausgebuht. Sie wollen Frau Sein-Wittgenstein aus der Partei ausschließen und der Landesverband wählt Sie demonstrativ zur Landesvorsitzenden. Wie lange kann man sich als Bundesvorsitzender denn dermaßen demütigen lassen? Ich fühle mich überhaupt nicht gedemütigt. Und einiges von dem, was Sie sagen, stimmt nicht. Also wenn Sie sagen, ausgebuht auf dem Landesparteitag, Sie waren nicht zugegen. Ich war da. Die Leute haben während meiner Rede Meuten, Meuten skandiert. Andere haben gebuht. Das hatte ich aber billigend in Kauf genommen. Und es war eine kleine Minderheit, die gebuht hat. Und ich habe anschließend stehende Ovationen bekommen. Ich habe sogar während der Rede stehende Ovationen bekommen. Es war ein Machtwort, das mir in dieser Lage notwendig erschien. Und ich glaube auch, dass es richtig war, dass man damit den Unmut derer, die ganz außen stehen, hervorruft, ist völlig legitim. Hatte ich billigend einkalkuliert. Die Sie ausschließen wollen und die wird dann demonstrativ zur Landesvorsitzende gewählt. Es war ja breit publiziert, dass sie ausgeschlossen werden sollte und dennoch hat man sie Ihnen wieder vor die Nase gesetzt. Weil sie ein gewisses Charisma hat und sich als Opfer darstellt und das relativ geschickt tut. Tatsächlich kann ich nicht, das werde ich hier nicht tun, das tue ich auch parteiintern nicht, in ein laufendes Verfahren eingreifen, das kann ich nicht tun. Die Gründe dafür, warum ein Bundesvorstand, ein gewählter Bundesvorstand, in dem alle Parteiströmungen vertreten sind, einhellig befindet, hier muss ein Parteiausschussverfahren gemacht werden, wussten diese 139 Leute nicht. Ihr Parteivize Kai Gottschalk, dem man ja nachsagt, der kennt die Partei auch relativ gut, spricht von einer Schneise der Verwüstung. Das ist eine kräftige Formulierung, die er da gebraucht hat. Ich bevorzuge es im Duktus eine Nummer bescheidener. Da wird immer ein Machtkampf unterstellt. Ich bin überhaupt kein Freund dieses Wortes Machtkampf. Es geht auch nicht um persönliche Sympathien, Antipathien. Das sind alles Sachen, die haben wir früher gehabt. Das will ich nicht in Abrede stellen, das gab's. Das Thema haben wir durch. Wir haben in der Tat sowas wie eine Richtungsauseinandersetzung. Und da bin ich mir nun sehr, sehr sicher. Und deswegen sehe ich das gelassener als manch anderer, dass die Mehrheiten da sind, wo ich auch bin. Also bürgerlich, konservativ, freiheitlich.
Klare Absage an sozialistische Positionen, klare Absage an völkisch-nationalistische Positionen, sehr wohl aber patriotisch. Schauen wir mal auf einen Teil des Machtkampfes, auf die Rentenfrage. Das ist ja vielleicht das größte Streitthema in der AfD. Sie sind immerhin Chef von Deutschlands größter Oppositionspartei und schaffen es seit Jahren nicht, ein Rentenkonzept zu verabschieden. Oh, fragen Sie doch mal die anderen Parteien, was die wir seit Jahren nicht geschafft haben. Wir haben ja seit Jahrzehnten ein völliges Versagen in der Rentenpolitik bei CDU, CSU, von einer Partei, die SPD, sagt, wir sind die Alternative. Also bei allen etablierten Parteien ist dieses Thema über Jahrzehnte verpennt worden und die haben bis heute keine gangbare Lösung. Die Koalition selbst ist darin auch völlig zerstritten. Nun zu meiner Partei. Wir ringen hier um Positionen. Wir haben eher zu viel als zu wenig gute Vorschläge. Auch ich habe eine eigene Konzeption eingebracht. Die ist übrigens vergleichsweise radikal, weil sie das umlagefinanzierte Rentensystem in toto in Frage stellt und auf ein steuerfinanziertes System umstellen möchte. Und wir nehmen uns die Zeit, die wir brauchen. Und Herr Kohl, die dürfen wir uns auch nehmen. Wir regieren nicht. Wir sind Opposition. Und hier geht Gründlichkeit vor Schnelligkeit. Also wir werden im Frühjahr nächsten Jahres unseren Sozialparteitag machen. Und wir werden dann eine Konzeption haben, hinter der sich die Partei schart. Ja, und Höcke möchte ein sehr deutliches Konzept. Er möchte Zusatzzahlungen nur für Deutsche, nicht für Ausländer. Ich würde das Rentenrassismus nennen. So weit würde ich nicht gehen, nämlich dann nicht, wenn man es gelesen hat. Ich halte es gleichwohl für falsch. Und Sie werden erleben, dass diese Position auch nicht durchgeht. Mit Gewissheit nicht. Werden wir sehen. Herr Meuthen, schauen wir auf den Klimawandel außerhalb Ihrer Partei. Der Arbeitskreis Umwelt der AfD-Fraktion hat gerade ein Papier vorgelegt, in dem es heißt, ein besonders schneller oder starker Anstieg der globalen Mitteltemperatur ist derzeit nicht zu beobachten. Das widerspricht so ziemlich jeder Klimastudie. Wir haben jetzt gerade wieder eine aus der Schweiz bekommen oder zwei, die sagt, die Geschwindigkeit der globalen Erderwärmung ist so groß wie noch nie seit 2000 Jahren. Sie sind Wissenschaftler, Professor. Wollen Sie wirklich wegen angeblicher Restzweifel die ganzen Maßnahmen auf die lange Bank schieben? Also ich bin zunächst mal dankbar, dass Sie das Wort Zweifel erwähnen, denn darum geht es in der Tat. Schauen Sie, vor 40 Jahren, so lange ist es jetzt her, wähnte uns die gleiche Wissenschaft am Beginn einer neuen Eiszeit. Hat auch nicht gestimmt. Da gab es auch Datenmodelle, die haben gesagt, es wird jetzt immer kälter, jetzt wird es immer wärmer. Wir hatten noch nie eine globale Erderwärmung in diesem Tempo, seit 2000 Jahren. Wollen Sie mir erzählen, dass man das seit 2000 Jahren messen kann? Das finde ich erstaunlich. Glaube ich nicht. Das kann man so präzise nicht messen. Und wir haben in den letzten Jahren in der Tat einen Temperaturanstieg gehabt, der globalen Mitteltemperatur, der weitaus geringer ist, als er hier gern dramatisch dargelegt wird. Was ich nicht mag, ist diese Klimahysterie, die da gemacht wird. Ich mag tatsächlich, weil ich aus der Wissenschaft komme, eine auf Daten und Fakten basierende Umwelt- und Energiepolitik. Darüber gilt es zu reden. Und wenn es klimatische Veränderungen gibt, die ja kein Mensch in Abrede stellt, auch wir nicht in Abrede stellen, dann kann man als Nächstes der Frage nachsinnen, wie stark ist der anthropogen, sprich durch menschlichen Einfluss verursacht. Darüber besteht keine Einigkeit. Und dann müssen wir das weiter angucken, wie stellen wir uns darauf ein. Herr Meuthen, und das gibt keinen Weltuntergang. Sie haben selbst fünf Kinder. Wollen Sie wirklich abwarten, bis es unumkehrbare Folgen gibt beim Klima? Auch dafür bin ich dankbar, dass Sie das erwähnen. Wenn ich fünf Kinder habe, Sie haben zwei Enkel noch nicht erwähnt, die kommen hinzu und das werden noch mehr werden, dann habe ich erkennbar eine hohe Zukunftspräferenz. Ich möchte, dass diese Kinder und diese Enkel hier gut leben können. Und dazu gehört eine vernünftige Umwelt- und Energiepolitik. Die haben wir nicht. Wir werden hier gewaltige ökonomische Schwierigkeiten kriegen, wenn wir als Einzige sagen, wir steigen parallel aus Kohleverstromung und Kernenergie aus. Das ist ein einziger Irrweg. Ich danke Ihnen für dieses zumindest menschengemachte Gespräch. Herzlichen Dank. Meinerseits danke. Das war unser Sommerinterview mit dem Vorsitzenden der AfD. In der kommenden Woche hat meine Kollegin Shakuntala Banerjee die Ministerpräsidentin Mecklenburg-Vorpommerns, Frau Schwesig, zu Gast. Sie ist auch eine der drei kommissarischen Vorsitzenden der SPD. Ich wünsche Ihnen noch einen entspannten und guten Abend.